Und damit, Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Es geht endlich weiter mit dem nächsten Aufnahmetest, denn auf meinem neuen Kanal bahnt sich ein neues Projekt an, und zwar Pokémon Ranger Finsternis über einem Jahr Helperband Challenge. Herzlich willkommen zu diesem kleinen Aufnahmetest, denn ich darf endlich ein neues Projekt ankündigen und damit auch endlich mein kleines bisschen meinen Rahmen und meine Aufnahmetest. Ich will hoffen, dass das alles gut funktioniert, denn es ist mein erstes Challenge-Projekt mit Facecam, wie ihr sehen könnt. Oh ja, ich habe hier was einiges ausgedacht. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal heute ganz kurz das Spiel an. Falls ihr es noch nicht genau wisst, ich bin ja schon sehr, sehr inaktiv auf diesem Kanal, wie ihr wisst. Und ich habe hier noch einen ganz alten Spielstand, wo Flooper noch drin steht. Ich habe das damals mal angetestet. Ich möchte dieses Spiel als nächstes, als Challenge auf meinem neuen Kanal CapCloud spielen. Und dachte mir, okay, ich mache mal wieder einen Aufnahmetest, so wie ich es bei jedem Spiel eigentlich mache. Ich habe ja schon Ewigkeiten kein neues Projekt mehr angefangen. Das letzte ist schon ein bisschen her. Und ich habe es jetzt auch eher, naja, nicht so viele Videos auf meinem Kanal gebracht bis jetzt, weil dieser Kanal eigentlich eher inaktiv ist natürlich, aber ansonsten möchte ich das weiter nutzen, um hier zumindest ein bisschen rumzuprobieren. Wir haben auch unseren alten Spielstand, ich möchte gerne ein neues Spiel beginnen, um wie gesagt hier ein bisschen zu testen, ob es hier so funktioniert. Also ihr könnt mir natürlich schon weiter schreiben, ob es euch so weit gefällt hier, zum Teil natürlich auch Rahmen, Aufnahme, alles mögliche, und dann wollen wir schauen, ob das alles so stimmt. So, aber erstmal spielen wir es uns ein bisschen durch. Ist ein Junge, genau richtig. Einfach nur mal testweise, wie es so aussieht. So wollen wir das Spiel beginnen und flupp, sind wir klein. Na Leute, endlich kann ich wieder ein Spiel spielen. Und zwar auch noch Pokémon Ranger Finsternis über einem Jahr. Mein Lieblings-Ranger-Teil. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele überhaupt. Und wir werden direkt in den Kampf geschmissen. Ich habe tatsächlich das Wichtigste vergessen, meinen Touchpen. So, mein Mund gezogen. Zieh Kreise und catch und fange es. So, oh, Moment. Okay, hatte mir schon fast gedacht, ich muss während der Fangfunktion natürlich immer auf den unteren Bildschirm gucken, also bei mir wirklich auf dem 3DS und nicht hier drauf. Okay, gut so, sehr beeindruckend. Ist immer so ein bisschen schwierig tatsächlich mit Ranger-Teilen, wenn man das aufnehmen möchte. Ich habe ja bereits einen Ranger-Teil gespielt auf meinem Kanal, aber das ist schon eine ganze Weile her und ich muss mich jetzt mit wieder drin gewöhnen, auch mit Facecam vor allen Dingen. Und ja, so sieht das Screen aus. Ich hoffe, das ist soweit in Ordnung. Ich habe es übrigens gerade selber alles eingestellt, müsst ihr wissen. Mein Name ist Fangner. Nun bist du ein Mitglied unserer geheimen Armee, der das unheilvollen Teams Schule. Zum Beweis deiner Mitgliedschaft erhältst du den Schulfangkomm. Wir werden die Welt zusammen beherrschen. Okay, fast. Ich bitte Sie, Herr Fangner. Ach Leute, die alten Szenen. Ich freue mich riesig auf das Spiel, Leute. Und ja, auch natürlich will ich das wieder als Challenge spielen, dazu komme ich aber auch gleich. Ziehen Sie meine Schüler doch nicht immer mit einer so albernen Show auf. Ich muss mal gucken, ob ich die Stimme so spielen möchte. Nee, tut mir leid. Die Versuchung war einfach zu groß. Gratulation, du hast dich auf eine Prüfung der Ranger-Schule mit Bravour bestanden. Das war wirklich ein ziemlich beeindruckter Fangversuch. Glückwunsch, du wurdest aufgenommen. Von heute an wirst du offiziell an der Ranger-Schule unterrichtet. Yay. Es beginnt wieder ganz von vorne. Ich bin Fräulein May, deine Klassenlehrerin. Es freut mich, dich kennenzulernen. Deine Mitschüler warten schon. Ich werde dich mal der Klasse vorstellen. Ja, Leute, wir fangen wieder ganz von vorne an in unserer Ranger-Karriere. Viel Spaß auf unserer Schule! Und das ist natürlich auch nicht ohne Challenge, ist ja eh klar. Den ersten Ranger-Teil haben wir schon gespielt auf meinem Kanal. Und zwar auch in einer Helperband-Challenge. Was bedeutet eigentlich, dass wir keine Pokestärken verwenden dürfen. Hier ist es genau gleich, auch keine Pokestärken. Aber auch nicht die von einem Partner-Pokémon. Die dürfen wir auch nicht verwenden, also wirklich gar nichts an Pokestärken. Und schon sind wir wieder im Titelscreen, sehr schön. Und zudem dürfen wir auch keine weiteren Aufträge machen. Was das übrigens ist, kann ich jetzt schon mal erklären. Ich habe es auch schon in der Ankündigung erwähnt, auf meinem Kanal, was da eigentlich mit gemeint ist. Und zwar kann man nebenbei in dieser Geschichte, die wir hier spielen, nebenbei natürlich von passenden Aufträge annehmen. Die aber, wenn wir die erfüllen sollten, geben uns wiederum extra Boosts für unseren Fangkomm, wenn wir Pokémon fangen möchten in diesem Spiel. Und das macht das Ganze doch ein bisschen zu einfach, wenn ich ehrlich bin. Deswegen werde ich darauf verzichten und das möglichst schwer machen eben, weil schwer kann ich das eigentlich nicht wirklich gestalten. Natürlich wollen wir mal schauen. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Guten Morgen, Klasse. Guten Morgen. Gott, wunderschön. Wie gestern bereits angekündigt, haben wir heute einen Neuzugang in unserer Klasse. Kann ich hier nicht die Option einstellen, dass es hier ein bisschen schneller geht mit dem Text? Ich hoffe, ja. Wäre schon schön. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Ich bin so gespannt. Ist der Neuzugang niedlich oder cool? Beides. Sieht er wie eben berühmtes aus? Hallo, natürlich bin ich berühmt. Vor allem, wenn ich ehrlich bin, so von der Frisur her passt das sogar fast. Also gut, von der Haarfarbe nicht ganz, aber ich mag auf jeden Fall das Design des Charakters. Den seht ihr ja auch nochmal oben. Moment. Da oben im Rahmen drin. Gut, jetzt das reicht. Ihr könnt euch selbst davon überzeugen. Hier ist unser Neuzugang. Komm ruhig hier rein. Ich werde auch gleich das Video beenden wahrscheinlich. Es ist nur eine kleine Aufnahme. Vor allem auch sehr, sehr spät in der Nacht. Und morgen kommt bereits der erste Part hoch. Den muss ich natürlich dringend nochmal aufnehmen. Ich will natürlich hoffen, dass das hier alles wunderbar tontechnisch funktioniert.
Unser Neuling ist ganz allein zu uns in die Almer-Region gekommen. In die Ranger, genau. Almer-Region gekommen, um ein Pokémon-Ranger zu werden. Ach, vielleicht solltest du dich lieber selbst deinen neuen Mitschüler vorstellen, aber ich kann nicht reden, ich bin ein Protagonist. Fangen wir mit deinem Namen an. Mach, jetzt geht das los. Dann weiß ich meinen Namen. So, ich könnte natürlich spaßeshalber mal schon das probieren, aber ich werde mal... Einfach noch, weil ich es kann, weil wir uns auf meinem alten Kanal noch befinden. Schnupper nehmen. So, Moment. Wo ist denn das P hin? Da! Ja, Leute, für all die alten Abonnenten meinerseits, die sich jetzt wundern hier, was ich hier auf einmal zu suchen habe. Leute, ich habe einen neuen Kanal. Seit 2 Jahren. Übrigens. Ja, und da mache ich schon längst Let's Plays. Und es gibt immer auch viele Leute, die das nicht mitbekommen, deswegen muss ich das immer wieder erwähnen. Und ich finde es auch ganz gut, dass ich nochmal zwischendurch Videos bringe hier, um mal die alten Leute nochmal aufzufangen. Nach 2 Jahren. Aber na gut. So, Fnupa. So heiße ich jetzt nur hier natürlich. Und so der Freund heißt also Fnupa. Ich hoffe, dass er sich bei uns wohlfühlt. Einfach so aufgenommen, ohne dass man den Namen kennt. Das ist auch ein bisschen komisch. So, ich skippe jetzt ein bisschen hier. Weil mehr muss ich jetzt auch nicht machen. Den Rest können wir gleich erstmal erledigen. Wie lange liefen eigentlich die letzten Aufnahmetests? Ich glaube, so circa 10 Minuten immer, ne? So viel Zeit habe ich eigentlich gar nicht. So, bla 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 bla. So. Bla bla bla. Unglaublicher Text. Immer wieder das typische Intro. Mensch, ich bin hier. Bla bla bla. Weil ich sagen muss, ich liebe, wie gesagt, dieses Spiel, weil ich finde die Struktur dahinter sehr, sehr gut gemacht. Genau wie man eben zum Ranger wird und sich noch weiterentwickelt. Natürlich, das finde ich sehr, sehr schön. Aber allgemein, alle 3 Ranger-Teile, die es bis jetzt gibt, sind unglaublich gut. Einfach alle. Und natürlich wird auch der letzte gespielt. Ich will hoffen, dass es noch irgendwann die nächsten Teile geben wird. Irgendwann mal. Der letzte ist jetzt schon... Von wann? 2009? Ich weiß es nicht, Leute. Der dritte Teil ist schon echt alt. War damals aus der 4. Generation. Wir sind mittlerweile in Generation 7. Ach ja, so schnell geht das. Okay, unser Menü. Kann man eigentlich ganz gut überblicken. Das ist von der Qualität her eigentlich auch ganz gut. Vom Screen her sollte passen. Finde ich sehr schön. Kann ich mich bewegen? Die kann ich nicht. Ja, ich habe das Menü jetzt 2-mal geöffnet. Was soll ich jetzt tun? Ja, das ist mir klar. Bla 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 bla. Oh Gott, ich werde gleich direkt in der ersten Folge richtig viel sprechen dürfen. Ich bin total toll. Darauf vorbereitet. So, das sind meine Pokémon-Freunde. Ich habe keine Freunde. Oh, aber gut. Bam, badam, bam, 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 bam. Oh, ich werde richtig viel Spaß haben, wenn ich die ganze Zeit am Summen bin. Aber die Musik ist einfach geil. Ich liebe die Musik hier aus diesem Spiel. So, ja, ich weiß. Ich kenne das schon alles. Habe ich das schon alles getestet? Und ja, einen Auftrag werden wir auf jeden Fall machen müssen in diesem Spiel, weil der eine Pflicht ist. Ich habe schon mal geguckt, aber ich glaube, den kann man wirklich nicht überspringen. Aber deswegen werden wir den einen einfach machen. Was soll's? So. Genug gesabbelt. Ich wollte jetzt einmal mich kurz bewegen, mal zu gucken, wie es aussieht. Ja, nein, die ganzen Mitschüler. Oh, Leute, lasst uns die einmal angucken. Blablabla, 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 blablabla. So. Ja, bin ein Angeber. Toll, unsere Freunde sind hier. Ja, es wird einfach noch eine schöne Geschichte haben. Umso mehr gefällt mir das Spiel. Und ich habe schon so lange dafür gewartet, dass ich endlich spielen kann. Es ist ja mein Nachfolger hier für Pokémon Mystery Dungeon, Team Blau. Ich habe so ein bisschen vor, das immer so ein bisschen Abwechslung zu bringen. Erstmal Mystery Dungeon, dann wieder Ranger, dann könnte vielleicht wieder ein Mystery Dungeon Teil kommen. Wahrscheinlich. Könnte man sich denken. Ja, damit kann man speichern, ich weiß. Übrigens die Tafel verdammt groß, wenn ich ehrlich bin. Also sehr, sehr breit. Hatte ich jemals so eine große Tafel gehabt? Ich glaube nicht. So, ja, ich will mich jetzt bewegen. Dankeschön. So, man sieht auch oben rechts die Karte schön. Ich glaube, es ist ganz gut eingebettet. Ich muss das irgendwie im Screen natürlich gut darstellen, dass man sowohl den Touchscreen ganz gut sehen kann, weil da werde ich ja meistens aktiv sein, wenn ich Pokémon fange. Oben rechts um die Karte und hier unten rechts ist übrigens die Webcam, ne? Falls es niemand aufgefallen ist. Und deswegen wollte ich mal gucken, wie das so aussieht. Badam. Aber ich glaube, es sieht so ganz gut aus und ich glaube, ich kann somit auch den Aufnahmetest erstmal beenden. Ich denke mal, das sollte erstmal genügen. Danke, Rhythmia. Und dann war es auch erstmal wieder. Dankeschön fürs Zusehen. Schaut auf jeden Fall bei meinem neuen Kanal vorbei. Also, das heißt neu. Der ist eigentlich schon fast wieder sehr alt. Der ist schon bald älter irgendwann als dieser Kanal hier, wenn ich ehrlich bin. Und dann wird das Let's Play bald starten. Genau gesagt, heute eigentlich, wenn ihr dieses Video schaut, dann wird heute auch der erste Part erscheinen. Und wir wollen mal schauen, ob das gut ausgehen wird. Ich bin sehr gespannt. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann auf dem Let's Play beim neuen Kanal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen, bis dann und auf Wiedersehen!